Ein herzliches Grüß Gott möchte ich mal euch begrüßen im Gasteinertal. Die Fachzeitschrift Busfahrt Bustouristik Scherzer ist heute zu Besuch im Gasteinertal bei den Gasteiner Bergbahnen. Wir sind heute als Erste über die Grenze gekommen, ohne Kontrolle. Wir dürfen wieder nach Österreich reinfahren. Der Herr Schrempf, sehr bekannt in der Busszene bei allen Messen, und der Vorstand der Gasteiner Bergbahnen, Herr Schafflinger, eine Frage: Was halten Sie von dem heutigen Tag? Die Grenzen sind offen. Für uns ist es natürlich ein Freudentag. Wir haben ja vor uns einige Tage früher bereits beginnen können. Wir haben ja den Betrieb bereits am Pfingstwochenende gestartet. Und was für uns insgesamt wichtig ist, wir werden von der Regierungsseite wie öffentliche Verkehrsmittel behandelt. Das heißt, es gibt bei uns keine mengenmäßige Begrenzung. Wir sind aber insofern in die Offensive gegangen, dass wir natürlich auch das Sicherheitsgefühl unserer Gäste unterstützen wollen und dass wir deshalb auch in Zeiten, wo noch geringere Nachfrage ist, mit unseren Bahnen durchgängig fahren. Das heißt, es gibt keine Pause dazwischen. Es wird dadurch verhindert, dass es zu Wartezeiten, zu Ansammlungen kommt. Und im Gebiet ist bei uns ohne dies ja kein Thema, weil man ja am Berg ausreichend Platz hat und eben gerade diese Freiheit der Natur, diese Schönheit, die man dort genießen kann, ausreichend zur Verfügung hat. Und ich glaube, jetzt sind wir alle lange genug eingesperrt gewesen und der Drang wieder raus in die Natur, der ist, glaube ich, einfach bei jedem spürbar. Und insofern ist es für uns auch ein Freudentag, dass nicht nur wir in Betrieb gehen können, sondern dass die Grenzen geöffnet sind und wir unsere Gäste wieder willkommen heißen dürfen. Wir kommen vom Gruppenreisebereich. Eine Busgruppe kommt jetzt zu Ihnen. Wir dürfen ja seit 30. Mai in bestimmten Bundesländern schon wieder frei reisen. Wie ist der Vorgang mit einer Busgruppe jetzt? Habe ich spezielle Schutzkonzepte noch zu beachten? Ja, es ist so, dass wie bei öffentlichen Verkehrsmitteln während der Fahrt ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist. Aber wir haben eben auch bei uns wieder die besondere Situation, dass wir ja eine ausreichende Förderleistung haben. Wir können ja 3000 Personen in der Stunde transportieren und wo wir unseren Kunden eine Familiengondel zusichern. Das heißt, ob Familie oder Freunde, Bekannte, diejenigen, die gemeinsam unterwegs sind, haben den Anspruch auf eine eigene Kabine. Das finde ich einen super Service. Gibt es denn von den Gasteiner Bergbahnen jetzt für Sommer, Herbst ein spezielles Angebot? Haben Sie etwas, wo ich sage, oh, das ist was ganz Neues, das bieten wir jetzt an? Ja, glaube ich, was bei uns das Besondere ist, außer den Bergerlebnissen, die natürlich während der gesamten Saison erlebbar sind, wir haben an einzelnen Tagen eine sogenannte Wanderschaukel. Das heißt, das ist möglich, dass man von Bad Hofgastein über die Berge, über das Angertal nach Bad Gastein und wieder retour fahren kann. Das sind 4 Seilbahnen insgesamt in Betrieb. Okay. Und das wird auch sehr gerne angenommen, weil man da nur sehr wenig an Fußmarsch hat, aber trotzdem eine große Reichweite zurücklegen kann, in den Bergen, auf den Almen unterwegs ist und das auch auf angenehme Art und Weise. Das heißt, auch Menschen, die körperlich vielleicht nicht mehr in der besten Kondition sind, aber die trotzdem eine Reichweite wie die sportlichen Jungen dann haben. Das ist auch eine tolle Neuerung. Wir haben im letzten Jahr von Herrn Schrempf auf den Messen unter anderem alle das Helene Fischer Konzert im Anfang April bei Ihnen mit großer Spannung erwartet. Es musste abgesagt werden. Gibt es die Möglichkeit, kommt Helene Fischer noch ins Gasteinertal? Ja, es war auch für uns ein großer Wermutstropfen. Das wäre ein sehr schöner Ausklang der Saison gewesen und leider musste es abgesagt werden. Aber der Veranstalter setzt alles daran, dass es einen Ersatztermin geben wird und Helene Fischer ist auch bereit dazu. Wann das Ganze geschehen wird, wissen wir leider noch nicht, aber wir hoffen, dass wir möglichst bald auch wieder in einer normalen Situation uns bewegen können und auch Großveranstaltungen wieder möglich sein werden. Darauf warten wir atemlos, dass das auch kommt. Und ich hätte noch ein kleines Präsent für Sie in unseren Jubiläumsbus der Fachzeitschrift Busfahrt und die Sonderausgabe von Busziele mit der Titelseite auch von den Gasteiner Bergbahnen drauf. Hätten Sie noch ein nettes, positives Wort für die Busunternehmer, die uns da jetzt auch alle informiert werden über uns? Ich sage zum einen einmal herzlichen
Dank. Und ich glaube, wir sitzen im wahrsten Sinne des Wortes im gleichen Bus. Und wir gemeinsam haben die Interessen, dass wir unsere gemeinsamen Kunden zufriedenstellen können und dass wir möglichst schnell wieder in einer Situation sind, wo wir das machen können, was wir wollen, nämlich Menschen zufrieden und glücklich machen. Das ist ein tolles Wort und bedanke mich fürs Gespräch. Danke, Herr Schrempf, danke, Herr Schafflinger, und wünsche Ihnen noch eine tolle Saison und tollen Erfolg. Besten Dank. Danke. Danke sehr. Präsent für Sie. Danke. Und das.